Moin Leute. Tja, was soll ich sagen? 20 Monate ist jetzt die letzte 4-Tages-Rollstuhl-Erlebnisreise her. Ich muss sagen, ich habe das echt vermisst. Aber heute geht's endlich wieder los. Ich fahre jetzt gleich nach Königs Wusterhausen, hole da die Ramona ab, bringe die sicher nach Hamburg. Abends gehen wir noch in die Elbphilharmonie, schön klassische Musik. Morgen wollen wir tauchen, wenn das Wetter passt, im Kreidesee bei Hemmoor. Und am Sonntag fahren wir dann nach Helgoland. Hamburg wollen wir uns natürlich auch angucken. Ihr seht, volles Programm. Ja, lasst uns ein Like da, wenn euch das Video gefällt. Hier oben ist auch gleich die Infokarte mit unserem Kanal. Könnt ihr natürlich auch abonnieren. Ansonsten sehen wir uns gleich in Königs Wusterhausen. Bis denn. Hallo Ramona. Hallo Heiko. Geht bald los nach Hamburg. Ja, ich freue mich schon. Schön, dann sind wir gleich unterwegs und sehen uns in Hamburg. Jawohl, okay. Wir sind mittlerweile in der Elbphilharmonie angekommen, müssen uns ein bisschen sputen, damit wir das Chamber-Orchester auf Europe noch erwischen. Bis gleich. Leider dürfen wir die Konzerte in der Elbphilharmonie nicht filmen. Wir haben gestern noch das Chamber Orchestra of Europe gehört, das jeweils ein Stück von Haydn und von Mozart vorgespielt hat. War ein schöner Abend. Heute aber auch wieder volles Programm. Wir fahren gleich nach Hemmoor zum Kreidesee zum Tauchen. Drückt uns die Daumen, dass sich das Wetter hält. Außerdem haben wir ja eine neue Kollegin, die Laura, und die stellt sich jetzt gleich mal vor. Ja, hi, ich bin Laura. Ich bin jetzt neu dabei bei Rollstuhl Erlebnisreisen. Und wenn ihr wollt, könnt ihr mich jetzt auch öfter auf den Reisen dabei haben. Und ich freue mich, wenn ich euch unterstützen kann und euch die Zeit ein bisschen schöner machen kann. Hamburg ist für alle da. Mensch, tolle Sache gewesen mit dem Tauchen. Ganz, ganz lieben Dank an Nils und Bianca nochmal. Für uns war das alles das erste Mal. Vielleicht machen wir das ja irgendwann nochmal. Ich bin auf jeden Fall begeistert, was da alles möglich ist an diesem Kreidesee. Genau, irgendwie war die Luft noch nicht ganz raus und wir sind dann nochmal durch einen alten Elbtunnel, die Landungsbrücken entlang flaniert und an Michel. Und heute wollen wir nach Helgoland. Da geht es auch los von den Landungsbrücken mit dem Halunterchat, dem Katamaran. Ich weiß noch gar nicht so viel über Helgoland. Soweit ich weiß, ist es eine zollfreie Nordseeinsel, die zum Kreis Pinneberg gehört. Und da gibt es irgendwie Oberland und Unterland. Oben ist eher mal Natur und unten sind so ein bisschen die Häuser. Und da fahren wir dann mit dem Fahrstuhl hoch und soweit ich weiß, um die rechte Seite können wir dann auch barrierefrei, zumindest um die Hälfte der Insel. Ich bin gespannt. Lasst euch überraschen. Es war super schön, dieses Erlebnis zu erleben. Und wir waren auf dem Fischmarkt in die Elfi und auf Helgoland. Das Tauchen vor allen Dingen war sehr gut. Und oh Gott, ich habe bestimmt vieles vergessen jetzt in der Eile. Und Hamburg ist für alle da.